Ei, gute wie Riverbend Springs LS25 und einmal gehupst. Letzter Totholzbaum von diesem Auftrag. Wir sind am Ende angekommen. Bringen wir noch zu unserem Sägewerk. Ja, es wird nicht ganz voll, aber es wird wohl ein bisschen mehr, als ich tatsächlich erwartet habe. Also da haben wir dann schon eine gute Füllung drin. Alle 7 Bäume hier von dem Auftrag verwertet. Und ja, so muss man tatsächlich sagen. Ich meine, bei Totholz, ja, ist ja auch die Frage, warum ist das Holz denn tot? Kann man da wirklich noch Bretter oder Balken draußen machen? Oder ist das Holz tot, weil es eben morsch kaputt war? Was genau hat dazu geführt? Wenn jetzt nur der Borkenkäfer dran war, hat die Rinde zerfressen, dann kannst du das innen natürlich durchaus schon noch gebrauchen, aber man weiß es halt natürlich jetzt nicht. Ist hier nicht genau beschrieben. Auf jeden Fall gibt es im Sägewerk ordentlich Bonus oder ordentlich Holz. Gucken mal rein. Was haben wir denn jetzt? Speichern. 11.817 Liter sind zusammengekommen und hier 19 Liter Bretter, 8 Liter Balken und 12 Liter lange Bretter haben wir sogar schon hergestellt. Ich denke mal 1.000 Liter ist bei allen drei, müsste bei allen drei die Palettengröße wieder sein. Also bis mal eine Palette rauskommt, wird ewig dauern. Und alle drei können wir dann quasi direkt hier rüberfahren. Hier haben wir ja noch eine Baustelle. So, das ist eine kleine Halle. Also können wir zumindest ja als Halle wohl irgendwas einlagern. Und ja, sehen wir, 1000 Holzbalken, 1000 lange Bretter, 1000 Liter Bretter. Also je eine Palette von allem. Das kann dann hier hin. Ja, sehr schön. So, dann würde ich sagen, kann ich erstmal die Kettensäge wieder wegräumen. Gegebenenfalls werde ich später mal noch markieren, welche Bäume im Bestand, im eigenen Bestand hier rauskommen. Deswegen packe ich mir schon mal das Markierspray ein. So, und dann fahren wir zum Händler. Dort haben wir ja noch die Stubbenfräse stehen. Die können wir dann anhängen, werden dann aber erstmal zum LKW umsteigen und mit dem lostigern, dass wir unseren Holztransport auch noch gemacht kriegen. Und komm, wir fahren diesmal fahren wir mal wieder Fähre. Ab und zu muss das ja sein. Da gibt es ja auch irgendeine Errungenschaft. Ich habe es immer noch nicht geschafft, in die Errungenschaften reinzugucken. Was muss man denn für was machen? Und tralala. Ich habe inzwischen, keine Ahnung, 9, 10, 11 Errungenschaften schon bekommen. Von 45 sind's. Und ich weiß noch nicht mal genau, warum, weshalb. Aber ich habe welche bekommen. Ja. Das ist halt auch mit der Beschreibung, die der Giants immer hat. Ja, dann, man war da vielleicht gerade am Ernten. Ja, könnte für das Ernten gewesen sein. Vielleicht aber auch nur, weil ich jetzt so und so viele Kilometer zusammen habe. Oder weil ich so und so viel Sprit verbraucht habe. Oder weil Giants mich einfach gern hat. Oder was weiß ich. So tigert der los. Ja doch, kommt her. Kommt her, kommt her. So, und wir können natürlich hier unseren Totholzauftrag können wir abschließen. Das hat sich ja erledigt. 1050 Geld schon wieder und hier 16.000 kriegen wir hier dazu. Geil. 29 Bäumchen. Da müssen wir mal gucken. 29 Bäumchen ist heftig. Das werden wir nicht auf den LKW, glaube ich, draufkriegen mit einer Tour. Da werden wir, glaube ich, zweimal fahren müssen.
Wir probieren es mal. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel auf den LKW draufpacken, was da so mein bisheriger Rekord war. Aber 29 hört sich sehr, sehr viel an. Ich glaube, da müssen wir zweimal fahren. Gibt aber Schlimmeres. Der LKW macht Spaß. Da fährt man auch gern mal zweimal durch die Gegend. Gar kein Problem. Ich kann nur noch mal gucken. Hier oben müssen wir hin. Das heißt, wir fahren mit dem LKW hier vom Händler die Straße lang nach der Tankstelle rechts ab und dann können wir geradeaus durch. Dann holen wir das hier oben ab und dann müssen wir zum. Ah, hier, nee, wir müssen zur Schreinerei, nicht zum Sägewerk. Aber gut, dann fahren wir die Straße quasi wieder runter. Und nach der Tankstelle im Ort die dritte rechts ab. Okay. Das lässt sich machen. Du auch noch vorbei. Und einen Totholzauftrag hatte ich mal hier in diesem Gelände drin. Da bin ich nicht überall mit dem Harvester dran gekommen und erst recht konnte ich da nicht alle Bäume. Also mit einer Seilwinde, die hatten wir aber auf dem Server nicht. Mit einer Seilwinde hätte ich vielleicht die Bäume irgendwo rausziehen können, wo ich sie dann verarbeiten kann. Aber, ach, wir haben dann gesagt, nee, komm. Da musste ich, ich weiß gar nicht mehr, 13, 14 Bäume oder sowas musste ich da fällen. Und wir hatten 5, 6 haben wir verladen und verarbeiten können. Den Rest haben wir dann halt gesagt, ja komm, Pech gehabt. Ist fort und haben den Auftrag mal abgeschlossen. Man kann nicht alles haben. Aber wie gesagt, jeder Baum, den man hier bei Totholz eben mitnimmt, sofern man eben Platz im Sägewerk hat. Oder natürlich, ihr könntet das auch zu einer Verkaufsstation bringen und dort verkaufen. Das geht auch und ja, da ist natürlich immer noch mal ein bisschen Zusatzeinnahme. Ich denke mal, das wird auch der Grund sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir für den Verkauf bekommen, wenn wir jetzt das Totholz wirklich zu einer Verkaufsstation hinfahren. Aber zumindest mit dem Selbstverwerten sieht man ja, man kriegt ordentlich Holz und das wird der Grund sein, warum wir da für den Auftrag an sich so wenig Geld kriegen. Mal hier 7 Bäume mit der Kettensäge umwerfen, ja. Das macht natürlich auch keinen großen Preis und wenn ich da gut Geld verdienen will, dann schaffe ich das tote Holz eben auch noch aus dem Wald raus und dann kriege ich mehr. So, fahren hier mal ein Stück rück, damit wir hier. Hoppala, jetzt habe ich. Ich wollte das Licht ausschalten und bin auf die Track-ER-Taste gekommen. So. Den fahren wir mal Holz laden. Und die Holzaufträge, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, das ist so ein bisschen meine Gelddruckmaschine. Weil wenn wir jetzt mal gucken hier, ja, wir sind jetzt nicht ganz, aber fast bei Minute 9, wo wir losfahren. Und wir werden den Auftrag. Ja gut, wenn ich zweimal fahren muss, ja, aber ich denke mal trotzdem, wir werden den diese Folge abschließen. Es ist also nicht die krasseste Arbeit. Man ist schnell fertig und 16.000. 16.000 kriegen wir dafür. Ja, natürlich, klar, hätte ich diesen LKW jetzt nicht. Wäre, hatten wir ja gesehen, dann hätte ich Fanzelt dazu bekommen. In den Anhänger, da passt halt nicht so viel rein. Dann hätte ich hier halt 3 oder 4 Mal fahren müssen. Dann dauert die Aufgabe schon wieder was länger. Aber ich wollte mir den LKW ja eh kaufen. Also von dem her, den brauchen wir irgendwann für die eigenen Bäume sowieso.
Und gerade eben hier für die Aufträge, das lohnt sich, das macht sich bezahlt. Von den Holzaufträgen werde ich irgendwann mal so viele gemacht haben, dass wir da mehr als diese 300.000 für den LKW rausbekommen haben. Ich meine, man sieht ja jetzt, in der Größenordnung brauche ich quasi nur 20 Stück zu machen, habe ich den LKW, die Anschaffung schon wieder raus. So, machen wir noch Warnblinker an. Hier. Da war das. So. Klappen einmal aus und ich wechsle mal die Kamera. Wackelt das nicht so viel, wenn ich hier mir meinen Controller greife? Denn Kransteuerung mache ich mit dem Controller. Denn hier habe ich quasi einen Joystick und noch einen Joystick. Zwei Joysticks für den Daumen. Kann so zum Beispiel das hier drehen und gleichzeitig hier hoch runter. Ja. Weil hier links, rechts drehen und den Hauptarm hoch runter. Das ist der linke Stick. Hier der kleine Arm. Das ist auf dem rechten Stick, so wie eben hier die Zange auf und zu. Dann auf mit dem Zeigefinger hier vorne habe ich Teleskop rein, Teleskop raus, so wie eben hier links und rechts das Werkzeug drehen. Also es ist einfach alles vorhanden. So, wir machen uns das Licht noch an. Alles vorhanden, was man braucht. Würde ich jetzt den Harvester bedienen, hätte ich auch noch auf X, hätte ich noch Sägen drauf. So, lalalala. Jetzt muss man nur den kleinen Arm erstmal so ein bisschen einknicken. Genau, das war über das Blech an der Stirnwand kommen, dann dagegen und fallen lassen und zack, sind die ersten drei schon drin. So. Oh, ui. Oh, da bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Fünf auf einmal, das wäre Rekord. Vier habe ich schon hingekriegt. Fünf bisher noch nicht. Die sind vorher, sind dann immer welche rausgefallen. Ah! Na, ah, die sind an der blöden Stelle rausgefallen jetzt. Das ist natürlich gar nicht gut. Ah, Mist, da muss ich. Ich muss die jetzt nochmal zur Seite legen. Oh, Kacke. Das hätte so schön sein können. Aber ich krieg die anderen oben drüber. Jetzt natürlich dann nicht richtig reingelegt. Ich muss die hier erstmal an die richtige Position ziehen. So. Also kein neuer Rekord, 5 auf einmal. Ging wieder schief. Schade. Mit 4 ging's schon. Mit 4 habe ich es schon geschafft. Da will ich. Ja, und. Zwei oder drei. Auch schon ganz oft. Beim Funzelt muss ich sagen, mit dem Greifer, ja, da kriege ich zwei manchmal hin. Ansonsten nehme ich bei dem auch gerne die einfach nur einzeln. Aber hier ist der Greifer scheinbar größer. Hier geht lockerlässig eben ein bisschen mehr. Den hier schubsen wir noch nach links an die Runge ran. Ja. Genau da solltest du hin. Als hättest du es gewusst. So, komm, ein bisschen drehen.
Nee, das ist zu weit vorne. Teleskop noch mal ein bisschen rein. Da greifen wir sie. Da greifen wir sie. Ja, ja, ja. Guck dir das an. Also glaube ich einmal mal ganz umdrehen. Nein, fall nicht raus. Oh. Ach. Im Stream hat das immer alles so gut geklappt. Die Stämme sind YouTube-scheu. Im Stream hatte ich tatsächlich bisher nicht so Probleme. Nee, die sind nach vorne zu lang. Die muss ich auch nochmal probieren, komplett zu drehen, weil ich die auch nicht ganz mittig gegriffen habe. Ja, dann kriege ich die auch hier rein. Obala. So. Aber da liegt noch so viel. Also zweimal fahren muss ich. Das kriege ich nicht auf einmal auf den LKW drauf. Das können wir abhaken. Zweimal fahren muss ich auf jeden Fall. Da. Ach komm. Ah, das wäre noch ganz schön gewesen, wenn du noch ein bisschen rüber. Und du hier. Du, mein Freund, du kannst noch ein bisschen da nach vorne. Oh, warte mal, ich hänge mit der Zange an der Runge. Da. Du darfst da noch ein bisschen nach vorne. So. Da wir jetzt schon relativ voll mit dem LKW sind, würde ich jetzt gar nicht mehr so mega viel. Da würde ich jetzt eher hier mal nur so zweierweise die greifen. Ah, zwei gehen noch. Und ich glaube, den Rest, den holen wir dann mit der zweiten Tour. Wir müssen ja jetzt hier nicht unnötig quetschen, weil wir müssen eh noch ein zweites Mal fahren. Und beim zweiten Mal kann ja ruhig auch ein bisschen was noch drauf. Wäre Blödsinn, wenn wir nur noch für drei Stämme das zweite Mal fahren müssen. Vielleicht einer noch für hier links. Du da, genau. So. Du darfst noch hier auf die Seite. Warte mal, ich drehe dich noch ein bisschen darüber. Du an der Runge, genau, dann kannst du da vorbeirutschen. Und rein. Und hoppla hopp. So, dann klappen wir hier wieder alles zusammen. Spanngurte aufs Holz. Ja, dann haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12. Haben wir dann noch hier liegen. 12 von 29. Also haben wir jetzt 15 geladen. Etwas mehr als die Hälfte mit der ersten Tour. Das ist doch ganz okay.
Und ja, man sieht jetzt hier, ja, etwas mehr als 10 Minuten. Dadurch aber, dass es hier diesmal ein paar Schwierigkeiten zwischendrin gab. Ansonsten ist hier der LKW ist in wenigen Minuten voll. Plus das Fahren halt noch. Also das ist halt echt, das ist super leicht verdientes Geld, finde ich. Und vor allen Dingen beim Arbeiten mit dem Kran finde ich auch, geht die Zeit super schnell rum. Oh. Dafür habe ich mich gerade verfahren. Hier wollte ich nicht lang. Hier wollte ich nicht lang. Wo bin ich denn da? Falsch abgebogen. Ah, ich bin hier abgebogen. Hier unten hätte ich, ja, die hätte ich noch geradeaus weiterfahren müssen. Ja, müssen wir drehen. Ja, das läuft ja heute. Wenn man zeigen will, wie super geil die Holzaufträge sind und wie schnell die gehen, dann wirft man das Holz aus dem Kran raus, dann verfährt man sich. Der berühmte Vorführeffekt. Dann läuft das natürlich so gar nicht. Eidenei. So war das aber auch. Hoch. Ein schwebendes Schild. Hier weiter runter. Genau, und hier kommt die Tanke und bei der Tanke war das, da müssen wir abbiegen. So, jetzt aber, gib Gummi. Da. Oh, ich hätte jetzt gedacht, ja, jetzt ist auch noch die Bahnschranke dann zu, aber nee. Da haben wir tatsächlich Glück gehabt. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Erstüggele noch. Hier fahren wir rein und da unten müsste die Abgabe dann sein. Da. Da ist es doch schon. So. Einmal abgeben. Zack. 58% erledigt. Zweite Ladung holen. Ich habe gesagt, wir werden in der Folge noch fertig. Also machen wir das jetzt auch noch schnell fertig. Ja, mit 90 durch die Ortschaft kann man mal machen, solange man sich in einem Spiel befindet. Ganz wichtig, das ist ein entscheidender Unterschied. Schneller ab. So, da kommt gleich die Tanke. Einmal rum. Und auf nach oben. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass Giants generell an der Fahrphysik auch noch mal ein bisschen gearbeitet hat. Ich habe das Gefühl, es ist deutlich schwieriger geworden, ein Fahrzeug auf die Seite zu legen. Also gerade auch jetzt hier auf dem Hinweg, ja, sind wir nicht beladen. Da ist schon okay, dass das gut geht, aber wenn wir überlegen, als ich hier mit dem Holz jetzt die erste Fuhre weggebracht habe, da bin ich ja doch auch ein bisschen flotteren Schuhs unterwegs gewesen und trotzdem ist da nichts passiert. Also,
Das ist, was mich dann doch auch positiv überrascht. Ich mir denke, oh, da wurde wohl was dran gemacht. So. Oh, ich hatte beim Kran die ganze Zeit noch das Licht an. Upsala. So, jetzt sind wir wieder in die Krankamera. Erst rechts nicht richtig drin, dann links nicht richtig drin. Jetzt ist die Zange. Das sind wieder fünf. Yes! Fünf Stück rein, sie liegen drin. Neuer Rekord. Also zumindest persönlicher Rekord. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sonst noch gar keiner geschafft hat. Aber bei mir ist das ein neuer Rekord. Hohohoho. Ist das gut? Ist das gut? Und dann haben wir noch da die zwei. So, komm, du darfst da richtig bis zur Bordwand ran. Genau. So, Gürtel drüber. Zack. Den ganzen Kram hier wieder einklappen. Und ja, also das kann man sicherlich auch mit einem Joystick relativ gut hinbekommen. Aber wie gesagt, ich nehme hier am liebsten den Xbox-Controller, weil das hat sich für mich rausgestellt, ist einfach die Variante, mit der ich die allerbesten Ergebnisse erziele. So. Da haben wir mal noch das Arbeitslicht vom Kran raus. Und gucke mal, da sind wir schon auf dem Rückweg der zweiten und letzten Fuhre. Also so schnell 16.000 innerhalb von einer Folge verdient, von Anfang bis Ende. Das zeig mir mal mit einer Erntemission. Also die, wo wir so viel Geld kriegen, die werden wir nicht in der Zeit hinkriegen. Bei der Erntemission, okay, da hat man den Vorteil, es bleibt am Ende ein bisschen was von der Ernte übrig, was wir für uns behalten oder wenn wir es verkaufen, noch mal ein bisschen extra Geld kriegen. Ja, okay. Ist ein Argument, trotzdem brauchen wir da längere Zeit. Und wie gesagt, ich finde, das macht Spaß. Das ist halt, es ist halt, ja, Geschmäcker sind verschieden. Es mag vielleicht manche geben, die sagen, sie fahren lieber eine Bahn hoch und runter und das tausendmal. Und es wird nicht langweilig. Und ja, ich sag halt hier, ich mache lieber so Kranarbeiten. Da wird es mir nicht langweilig.
Da geht die Zeit ratzfatz um. Da ist also schwer zu sagen, dass das eine jetzt irgendwie bei dem einen die Zeit schneller oder langsamer einen vorkommt, weil das ja wieder bei jedem anders ist. Aber zack, fertig. Ein paar Euros haben wir hier auch nochmal extra verdient. Jetzt 16, eben waren es glaube ich 22. Aber das ist natürlich nicht wirklich viel. Aber dafür, nee, hier. Dafür eben hier. Mit dem, was wir extra gekriegt haben, können wir wirklich sagen, dann ist tatsächlich 60.000. Also, das ist dann nur noch minimalst gerundet. Zack. Und dann sieht doch das Konto schon wieder deutlich besser aus. Gut, gut. Ich würde aber sagen, dass hier auch mal die Straße geklettet werden müsste noch. Sind aber Stellen, die sind bestimmt schon bei Giants gemeldet. So. Und ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich werde die beiden Fahrzeuge jetzt noch heim. Also hier beim Händler steht ja noch der Traktor. Die werde ich jetzt beide noch heimfahren. Und ja, dann mache ich mir ein Feierabendbierchen auf, leg mich danach in mein Farmbettchen im Farmhaus und wir sehen uns dann im nächsten Monat mit neuer Arbeit wieder. Also bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.